Ahoi, Matrose. Oh, das war eine kurze Reise. Der Fischer mit deinem Fisch. Ich will mal fragen, ob wir einen abhaben können. Können wir nicht. Aber hier hoch können wir. Okay, hier ist meine kleine Rast nach der langen Reise. Es muss für einen alten Mann noch mal sein. Der ist dann so eine lange Reise. Da braucht man mal Verschnaufpausen. Und ein Schiff tanzen lassen. Wir machen mal einfach unsere Pause. Wenden die Glocke. Und wir erinnern uns oder stellen uns vor, dass irgendwo eine Hochzeit stattfindet. Eine schwangere Braut. Mit dem Bräutigam, schön am Hafen im Sonnenuntergang, eine romantische Hochzeitsabend vor der bevorstehenden Hochzeitsnacht. Was für romantische Gedanken. Da hochklettern können wir nicht. Schade. Ja, der alte Mann, der kann auch nicht hoch. Was denkt ihr? Leaf Hammer haben wir jetzt hier. Auch hier machen wir eine kurze Pause und setzen uns hin. Wir warten auf den Zug. Das scheint ja schon zu kommen. Können wir einsteigen? Wir steigen ein. Und die Reise geht los. Mein Zug geht's weiter. Oh nein! Halt, stopp. Fast wäre der Zug entgleist. Muss ich natürlich sehr aufgepasst werden. Hoppla. Pass auf, dass es dass der Zug seine Fahrt weiter fortsetzen kann. Ebene den Weg. Runter. Hier geht's weiter. Berg hinauf, Berg hinunter. Und hier entlang. Oha. Kein Hubbrötchen nicht, wo man hupen muss, sondern mit B, die man heben kann. Eine Hubbrücke. Ne, sind ja alle Brücken Hubbrücken. Ich kann sie anheben.
etwas unsanft, aber wir kommen weiter. Relativ locker. Er würde auch bremsen, wenn er nicht rechtzeitig nicht mehr schlafe. Oh, langsam wird das hier knapp. Ich scheine mich oben lang zu fahren. Die erste Gabel, die wir genommen haben. Unmöglich war. Eine weitere Hubbrücke. Mehr Brücken. Teilweise Wege entscheiden. Geht ja trotzdem in dieselbe Richtung. Kleines Zuglevel. Der alte und sein Wagon. Stopp. Stellen uns vor, wie der Vater mit seinem Kind Spaß in der Pfütze hat, mit einem kleinen gebastelten Segelboot. Sehr schön. Und weiter geht die Reise. In Roche Surreal kommen wir mit dem Zug an. Na dann, wollen wir mal jetzt aufsteigen. Weiter geht's mit dem Zug nicht. Der Zug muss zurückfahren. Wir sind aber in einer wunderschönen Landschaft angekommen. Ich denke, ich werde erstmal scharf verscheuchen. Dann bin ich gespannt, wohin uns die Reise führt. Irgendwas stand am Anfang in seinem Brief. Als Schafsherde versperrt uns die Weg. Husch. Wir schauen uns das Feld an. Können wir hier weiterlaufen? Husch. Falsche Richtung. Ah, okay. Wir müssen die. Wir können da nicht weiter, weil der Zaun im Weg ist. Müssen wir die zurückscheuchen. Dann können wir hier lang. Ah, ja. Keine Zitze geschafft. Zurück auf eure Wiese. Oh, okay, hier sind wir. Ich dachte eher, dass wir hier nach unten gehen. So, vielleicht. Warte, hier müssen wir uns natürlich erstmal noch setzen. Unter den Baum. Kleinen Blick in die Landschaft. Und er stellt sich wieder etwas vor. Oh,
oder nicht? Er schaut in die Beine zu. Stellt sich vor, wie ein Vater, der Fernweh hat, schaut in Ferne, möchte lieber woanders sein. Aber jetzt ist er bei seiner kleinen Tochter und bei der Familie und feiert einen knallbunten Geburtstag. Scheint dem Vater aber nicht ganz zu gefallen. Er wohl lieber auf hoher See. Seine Matrosenhose sich hier. Scheint auch ein Matrosenhemd an zu haben. Darf wohl nicht auf hoher See sein. Schon sind wir am Kutter. Alles Butter auf dem Kutter. Weiter geht die Reise. Wohin? Das wissen wir nicht. Wir werden es noch früh genug erfahren. Vielleicht besucht er einen Enkel. Oder einen Enkel. Oder einen entfernten Verwandten. Oha, das war aber gerade. Ich will nicht meckern, aber das war gerade ziemlich. Holla, die Welt hier. So, jetzt im Leben wird's buggy. Okay, hier hoch kommen wir nicht. Hier kämen wir hoch. Machen wir das, wenn wir dann da drauf stehen. Mal schauen. Gehen wir nochmal hier rüber. Genau so, da können wir hier zack darüber, da hinauf. Das können wir wahrscheinlich sogar wie hier hinauf. Aber dann war noch nur wieder hier unten. Aha. Und jetzt können wir hier hin. Hier, was können wir dann da runter? Da müssen wir wahrscheinlich sowieso hin. Oder auch nicht. Doch, wir müssen. Ist
perspektivisch passen. Oder? Ja, sehr schön. Das Perspektivenspielchen hier. Den Gesuch können wir dann hoch zum Schafen und dann können wir dann hier runter. Sehr schön. Einmal hier hin, bitte. Schafe wollen uns nicht lassen. Jetzt können wir die Schafe übertreiben. Jetzt stehen wir hier im Weg. Das ist schlecht. Ein Bug oder was? Ich kann mich leider nicht mehr bewegen. Plan war, die doch rüber zu locken. Vielleicht müssen wir die herunterlocken. Und der Mann kann sich nicht mehr bewegen. Das kann ja nicht Plan der Sache sein. Das wäre schade, weil ich weiß nicht, ob wir hier. Haben wir einen Save-Point? Wäre keine schöne Sache. Ich kann den hier nur so mehr hinschicken. Ah, hier mal Checkpoint. Ist ein bisschen entfernt. Immerhin haben wir die Chance zu senden. Nur so weit entfernt gar nicht, wie soll schon was. Sah zumindest nicht richtig aus, wie der. Der Mann sich nicht bewegen konnte. Hier wollten wir rüber. Wie war das Rätsel noch gleich? Da oben auf dem Berg, glaube ich. Ausblick auf weiteres und da wären wir wieder. Ah ja. Hier hinüber. Thank you.
Schätze, wir müssen erstmal hier hin. Jetzt würde ich mal die Schafe gerne hier rüber locken. Nein, nein, die laufen wieder zurück. Oha. Na, aber jetzt könnten wir doch bestimmt. Ja, jetzt können wir. Es ist kein Schaf mehr weg. Jetzt können wir hier hinüber. Rätsel gelöst. Wie wir gerade im Menü gesehen haben, haben wir noch einiges vor uns. Eine andere, eine neue Erinnerung. Schaut fast so aus. Ein bisschen Licht. Hier steht jetzt was vor. Ein Mann über einem großen Plan. Die Welt bereisen. Ich ahne schon, wer dieser Mann sein wird. Ich habe da schon Vermutungen. Nächsten Ufer angekommen. Hier können wir jetzt hinauf. So, jetzt können wir doch hier rüber. Jetzt guck mal. Doch, können wir. Jetzt können wir. In die Herbsthügel. Oha, ein Ratz.
Das ist eine dumme Idee. Das Rad hätten wir vielleicht gebraucht, um die Mauer einzureißen. Vielleicht können wir das andere Rad benutzen. Das können wir hier hinauf. Die alte Schlossruine. Kleinen Moment der Ruhe. Oha. Eine Erinnerung oder eine Vorstellung. Ich schätze mal Erinnerung. Mit einem kleinen Ehestreit. Einen kleinen oder einen größeren.